Zwei männliche Nasenpatienten, auf die ich besonders stolz bin, zeige ich Ihnen heute in meinem Video. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Mein Name ist Dr. Walter Jungwirth. Ich bin Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth Praxen in Salzburg und Wien. Nasenpatienten kann man am besten erklären, indem man Vorher-Nachher-Bilder zeigt. Weil einfach ein Vorher-Nachher-Bild sagt auch vom Gesichtsausdruck so viel darüber aus, wie die Nasenplastik gelungen ist, dass ich das gerne heute mit Ihnen teilen möchte. Mein erster Patient ist unglücklich zu mir gekommen, weil er sich die Nase woanders bereits einmal operieren hat lassen und das Ergebnis entspricht so gar nicht seinem Wunsch. Was ist jetzt da gewesen? Einerseits ist auf dieser Nase hier, sie ist nach rechts verbogen, das heißt der Nasenrücken hier ist schräg. Sie ist insgesamt etwas gerötet, vielleicht durch die auch erhöhte Durchblutungsrate. Die Nase selber ist auch von der Länge her hier hängend und einfach zu lang. Auch die Breite an der Nasenbasis passt nicht. Der Voroperateur oder die Voroperateurin hat die Nase nicht verschmälert, hat ihr auch keine gerade Linie gegeben. Wenn man den Patienten von der Seite anschaut, so ergibt sich ein noch dramatischeres Bild. Einfach hier, der Nasenrücken ist sehr weit gebogen, die Nasenspitze abgesunken, viel zu weit unten. Dass dieser Patient auch insgesamt mit dem Ergebnis seiner ersten Nasenoperation unzufrieden ist, ist kein Wunder. Eine zweite Operation ist hier insofern komplizierter als eine erste Operation, weil es eine innere Vernarbung gibt. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist hier ganz klar für mich, dass ich die Nase hier, den Nasenrücken begradigen muss. Wenn man den Nasenrücken begradigt, ist es aber auch wichtig, immer die Nase schmäler zu machen. Weil das ist, man nennt es dann Open Roof Deformity, das heißt wie ein offenes Dach. Wenn ich beim Dach den obersten Teil wegschneide, dann würden mir die Dachseitenteile zu weit auseinanderstehen. Jetzt bringe ich sie zusammen, indem ich hier unten den Knochen durchtrenne. Mit einem kleinen Meißel passiert das, aber es ist wichtig, dass man immer alle Teile der Nase miteinander so verbindet, dass sie wirklich ein harmonisches Äußeres ergeben. Das habe ich auch in diesem Falle gemacht. Die Nasenspitze kann insofern angehoben werden, indem ich innen die Schleimhaut kürze und natürlich das Nasenseptum, also die Nasenscheidewand in der Mitte, ebenfalls kürze in der Länge. Hier zeigt sich das Bild nach 10 Tagen, wie ich den Gips entfernt habe. Man sieht noch, dass hier an der Basis noch eine gewisse Schwellung geblieben ist. Aber Sie sehen, dass die Nase insgesamt eine schöne gerade Linie am Rücken aufweist. Beim Mann eine gerade, bei der Frau macht man einen kleinen Schwung nach oben. Die Nasenspitze ist sehr schön gekürzt. Der Patient lächelt auch schon ein bisschen in die Kamera. Es ist einfach so, dass dieses Ergebnis seiner Kontur im Gesicht völlig entspricht. Also es ist eigentlich ein begeisterndes Erlebnis für mich und auch für den Patienten, wenn man so einen operativen Eingriff machen darf und an ihm gut machen darf. Und ich zeige Ihnen jetzt das Bild noch von der Seite. Von der halben Seite gesehen zeigt sich auch eine Kontur auf der Nase, am Nasenrücken. Die Nase selber ist schön. Sie bleibt natürlich die Nase, die zum Patienten passt. Es ist keine Stupsnase. Hier ändert sich noch am ehesten etwas in der Nasenbasis. Hier gibt es so ein bisschen eine Schwellneigung, aber die fällt jetzt mehr dem auf, der es operiert hat und weniger dem, der den Patienten dann später sieht. Wenn wir uns die Nase von vorne anschauen, so zeigt sich ein wesentlich harmonischeres Bild. Ich habe den Nasenrücken hier, der vorher so schräg war, in die Mitte gerade positioniert, nicht 100% gerade. Es gibt trotzdem noch immer kleine Unregelmäßigkeiten, dass zum Beispiel das eine Nasenloch etwas niedriger liegt als das andere. Aber für den Patienten ist das Ergebnis genau das, was er sich gewünscht hat. Die Nasenspitze ist deutlich
weniger stark konturiert, das heißt, sie ist nicht so dick, sie ist schmäler geworden, liegt praktisch in einer Ebene mit den anderen Ebenen im Gesicht. Also wenn man das so durchzieht, dann ist das eine relativ gerade Linie, was die Nase betrifft. Und genau so sollte es sein. Und ich bin stolz darauf, dass diese zweite Operation der Nasenplastik so gut gelungen ist. Wenn Sie weiteres wissen wollen, bitte kommentieren Sie diesen YouTube-Beitrag. Wir werden es als Anregung auch in den nächsten YouTube-Videos dann gerne umsetzen. Bei diesem 33-jährigen Patienten, den Sie hier sehen, hat ihm die Nasenform gestört und auch der Gesichtsausdruck, der sehr dominant war durch die Nase, weil man einfach durch eine große Nase die Augen weniger deutlich sieht. Und er hat sich auch beklagt über einen negativen Gesichtsausdruck, den er in seiner Umgebung sozusagen vermittelt. Was zeigt uns jetzt dieses Gesicht und diese Nase? Sie beginnt hier recht schmal, dann hat sie einen Höcker bzw. eine Ausbuchtung hier in knöcherne Ausbuchtung hier an der Basis. Dann wird sie wieder schmäler und dann wird sie breit. Gleichzeitig sind die Flügel sehr breit und die Länge der Nase muss ebenso korrigiert werden, insofern als dass sie einfach nach unten hängt und besonders beim Lachen dann noch deutlicher ist. Also insgesamt sehen wir mehrere Punkte, die ich dann operativ korrigieren werde durch meine geschlossene Nasenplastik. Ich werde hier Flügelknorpel entnehmen im oberen Teil. Ich werde hier den Nasenrücken erniedrigen, den Nasenknochen hier an der Seite nach innen verschieben, also durchtrennen. Es gibt hier einige Knorpelteile, die verändert werden müssen. Und ich werde bei diesen Patienten eine Verkleinerung des Nasenflügels selber durchführen. Das ist dann ein operativer Eingriff, der dann einen Schnitt außen benötigt. Schauen wir uns diesen Patienten dann 9 Tage nach meiner Operation an. 9 Tage nach dieser Operation schaut der Patient schon wesentlich positiver in die Kamera. Das ist das Schöne an den Nasenplastiken, dass man sieht dann allein am Gesichtsausdruck, dass es dem Patienten innerlich gut geht. Hier zeigt sich, wenn man das vergleicht auch mit dem Vorherbild, dass die Nase weiterhin schmal beginnt. Sie ist harmonisch, die Nase selber ist deutlich verkürzt. Der Flügel ist hier verkleinert. Wir sehen hier bei den Flügeln noch einen kleinen Schnitt, der verheilt gerade. Also das heißt, der ist nicht unsichtbar, aber der wird in ein paar Wochen gar nicht mehr sichtbar sein. Die Nasenspitze ist schmäler und rund geformt. Hier am Oberrand habe ich ein Stück Knorpel eingesetzt, dass der Übergang zwischen Nasenrücken und Nasenspitze sehr gerade ist. Das macht man manchmal, damit eben hier ein harmonischer Übergang gegeben ist. Und insgesamt schaut dieser Patient wesentlich positiver aus. Er hat uns auch erlaubt, diese Fotos hier zu verwenden, was auch ein positives Zeichen ist, dass er mit der Operation sehr zufrieden ist. Vielen Dank, dass Sie meine 2 Videos über die männlichen Nasenpatienten, auf die ich sehr stolz bin, gesehen haben. Wenn Sie weiterhin Freude mit uns haben, so abonnieren Sie diesen Kanal. Liebe Grüße aus Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirth. Thank you.